Ja, war gut. Ich glaube, wenn man ehrlich ist und jetzt nicht die Nadel im Heuhaufen sucht, ist es ein rundum gelungener Abend. Sehr, sehr gut für uns als Team, aber ich glaube auch für jeden einzelnen Spieler, für die Trainer, ja, sehr positiv. Es gibt uns ein sehr gutes Gefühl. Auch gut, dass einige Spieler getroffen haben, ist auch wichtig für uns. Und ja, ein rundum positiver Auftakt in so ein wichtiges Turnier für uns. Ja, war überragend. Ich glaube, hat Spaß gemacht. Für uns natürlich als Spieler, super Gefühl. Für die Fans, ein schönes Spiel und ein gelungener Start in ein cooles Turnier auf jeden Fall. Ja, überragend. Also von der ersten Minute an schon Gänsehaut, wenn man ins Stadion läuft, beim Warm-up, dann natürlich bei den Nationalhymnen auch. Ja, Respekt an die schottischen Fans. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so gute Fans erlebt. Und es war natürlich ja, eine super Atmosphäre im Stadion. Und wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt. Jetzt ist es natürlich nicht nur ein Sieg geworden, sondern auch so ein kleines Fußballfest. Bedeutet mir natürlich viel hier in München. Ja, wir machen unser Ding. Wir freuen uns heute, wir feiern uns auch, wir werden uns unsere Szene nochmal anschauen und werden einige dabei haben, wo wir wirklich mit der Zunge schnalzen, wo wir Dinge sehr, sehr gut gemacht haben. Sowohl die Tore als auch natürlich, wie wir die Balleroberungen erzwungen haben, wie wir den Schotten ganz wenig Luft zum Atmen gegeben haben. Und trotzdem wissen wir, oder weiß gerade natürlich die schon länger dabei sind, wissen, dass es, egal wie du das erste Spiel gespielt hast, im zweiten kommt wieder ein Gegner, der macht dir das Leben schwer. Haben wir alles erlebt, bei allen Turnieren.